Bevor Weihnachten und die gemütliche Winterzeit vorbei ist, solltest du diese leckeren Rocher-Plätzchen unbedingt mal ausprobieren. Nussig und knusprig. Ich hoffe, dir gefällt meine Interpretation von Ferrero Rocher-Kugeln. Und los geht's mit dem Rezept. Wir benötigen etwas Teig für Butterplätzchen. Mein Grundrezept verlinke ich dir. Mit diesem Teig kannst du nämlich viele, viele verschiedene Plätzchen backen. Natürlich schreibe ich dir auch alle Zutaten und die Mengenangaben unten in die Infobox. Wir benötigen geschälte und geröstete Haselnüsse, ein paar ganze und den Rest gehackt. Haselnussmus, ob gekauft oder selbstgemacht, das kannst du selber entscheiden. Dazu brauchen wir noch etwas Kakao und 1 bis 2 Teelöffel Puderzucker. Für obendrauf benötigen wir auch noch leckere Schokolade. Ich nehme die vom letzten Jahr, also verstehe nicht falsch, nicht das, was übrig geblieben ist, sondern neu gekauft, aber dieselbe Marke. Geschmacklich und von der Konsistenz her hat diese Schokolade uns am meisten überzeugt. Deswegen zeige ich solche Produkte auch gerne in den Videos. Das Haselnussmus kannst du jetzt mit dem ungesüßten Kakaopulver vermengen. Dazu kommt dann auch noch etwas Süße. Man könnte natürlich auch Honig verwenden, aber ich wollte den Geschmack jetzt nicht verändern, deswegen habe ich einfach etwas Puderzucker genommen. Und diese feste Konsistenz der Masse ist natürlich auch vom Vorteil, weil wir benutzen das ja als Füllung. Mit gut eingeölten Händen steche ich jetzt kleine Kreise aus meinem dünn ausgerollten Plätzchenteig aus. Der darf schon ziemlich dünn sein, sollte aber nicht reißen, deswegen ist das Einölen der Hände wirklich sinnvoll. Ein kleines bisschen von der Füllung und eine ganze Nuss drauf. Dann klappst du die Ränder von den Plätzchen zusammen und bringst das Ganze in Form, damit du am Ende so eine schöne runde Kugel hast. Ein paar der Kekse habe ich nicht so hübsch hinbekommen. Das war aber überhaupt nicht schlimm, denn die Masse innen drin läuft nicht aus. Man sieht das Ganze vielleicht von außen, sie bleibt aber im Keks drin. Gebacken werden unsere Rocher-Kugeln im vorgeheizten Backofen bei mittlerer Temperatur und kontrolliert. Sie sollten auf jeden Fall nicht braun werden. Die Infos dazu findest du auch unter der Zutatenliste. Die fertig gebackenen Plätzchen kannst du kurz abkühlen lassen und in der Zwischenzeit die Haselnüsse in der Küchenmaschine zerkleinern. Oder du gibst sie alle in einen Gefrierbeutel und haust mit dem Nudelholz drauf, geht natürlich auch. Ich habe die Haselnüsse vorsichtig zerkleinert, damit das Gerät sie nicht komplett zermalt. Daher hatte ich noch größere Stückchen drin, die ich dann einfach mit einem Messer zerkleinert habe. Praktischerweise kannst du natürlich auch schon gehackte Haselnüsse kaufen und verwenden. Ansonsten müssen wir jetzt nur noch die Schokolade schmelzen. Ich mache das gerne im Wasserbad. Es geht aber auch in der Mikrowelle. Wichtig ist es dabei, die Schokolade immer wieder umzurühren, damit sie gleichmäßig schmilzt. Wenn sie flüssig genug ist, kannst du die duftende Schokolade auf die Plätzchen verteilen. Ich mache das einfach mit einem Teelöffel. Es geht aber auch mit einem Spritzbeutel. Obendrauf noch die gehackten Nüsse verteilen. Dann bewege ich die Plätzchen einfach noch mal etwas hin und her mit dem Messer, damit sie wegen der heruntertropfenden Schokolade nicht zu fest kleben bleiben. Und falls bei dir auch noch etwas flüssige Schokolade übrig bleiben sollte und du die Schüssel noch nicht ausgelöffelt hast, kannst du daraus noch Bruchschokolade machen. Meine Tochter und ich, wir haben das so gemacht, ist zwar nur eine dünne Schokolade geworden, aber wirklich sehr lecker. Wir haben einfach die restlichen Haselnüsse drauf verteilt und noch Orangenzesten. Das war eine sehr, sehr gute Kombination. Ich hoffe, du probierst diese leckeren Plätzchen mal aus und es muss noch nicht mal Weihnachten dafür sein. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere leckere Rezeptvideos. Bleib munter und gesund und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!